Ja, und damit ganz herzlich willkommen mal zu einem anderen Video. Ja, wie ihr vielleicht hier schon seht, ich habe es schon aufgemacht, ja. Hier. Ich habe mein Paket bekommen von... Halt, falsch rum. Von Case King. Ja, was ist denn da wohl drin? Ich mache jetzt hier mal ein kleines Pack-Opening. Und ja, was wird denn da wohl rauskommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen. Aha. Okay. Was haben wir denn da? Oh, geil! Ja, liebe Freunde, ich habe mir eine neue Grafikkarte bestellt, denn mein PC ist ja, wie soll ich sagen, mittlerweile doch nun 2,5 Jahre alt und bei den aktuellen Spielen merke ich dann doch schon mit meinem 4K-Bildschirm, dass es ein bisschen ins Stottern kommt, ja. Also habe ich mich dann gleich für die GeForce GTX 89 Ti Hybrid von EVGA entschieden, ja. Schön hier verpackt in einem Ethernet-Karton. Holen wir das mal raus. Oh, ist schwer. Schieben wir das mal weg. So. Also, da muss ich schon mal sagen, was haben wir denn hier? Aha, okay. Also, der Karton, ja gut, kann sich sehen lassen. Hier mache ich ihn auf. Oh, hier ist die Hauptverpackung. Warum verpackt die das denn zweimal? So habe ich es nämlich gesehen. Das habe ich mich anfangs gewundert, warum das in so einem edlen Karton hier drin ist, ja. Dann hole ich das hier mal raus. Wie mache ich das denn mit einer Hand? Geht schwer. So, jetzt. Tun wir den auch mal weg. Ja. So. Hier haben wir also die GeForce GTX 89 Ti GameStream, GameWork, G-Sync, was ja mein Bildschirm unterstützt, und natürlich DirectX 12, was bislang soweit ich weiß, ja bloß von Windows 10 unterstützt hat und ich nicht so wirklich der Freund bin von Windows 10. So, das ist jetzt hier nochmal verpackt, das wird jetzt schwer. Mit einer Hand, ich glaube, das mache ich jetzt so mit einem Fuß. Ah. Also, wie ihr seht hier, nochmal außen rum, kann man auch wegschmeißen. So, hier haben wir nun unser Stück. So, wie geht jetzt das auf? Oh, das ist auch nochmal zugeklebt müssen. Kurz Mülleimer. So, Messerchen. Hier haben wir es doch. So. Ach, zweimal sogar. Einmal hier. So, und einmal da unten. Müssen wir drehen. Und der ganze Spaß war sogar im Angebot. Da es ein Topseller bei Case King ist, ja, hat gekostet mit Versand und mit allem 400, nee, Quatsch, was glaube ich denn, 744 Euro. Das muss ich. Das geht nicht mit einer Hand. Aha, okay. Also, machen wir die Box auf. Sehen wir erstmal hier ein Papier. Was denn das? Muss ich mal ganz kurz aufmachen. Also das ist jetzt ein First Pack Opening. Ich hätte es noch nicht offen, wie ihr seht, es war noch geklebt. Oh, ein Poster. Wie ihr hier seht, von EVGA. Von dem Spiel Standby for Onetch. Aha. Muss ich sagen, habe ich noch nicht gehört, dieses Spiel. Kenne ich nicht, ja. So, dann haben wir hier erstmal den User Guide, also sozusagen das Benutzerhandbuch auf Deutsch gesagt. Wird wahrscheinlich auf Englisch sein, das von EVGA kommt. Gibt's auch auf Deutsch. SLI Installation. Das wird dann auch noch interessant. Da wird es dann wahrscheinlich noch ein Pack Opening geben. Denn ich bin noch stark am Überlegen, ob ich hier noch... Aha, guck mal, hier ist sogar Sticker. Ist ja geil. Hier und hier. Ob ich nicht die in SLI mache.
zu Efgar. Dann haben wir hier noch irgendwas. Ja, interessiert mich nicht. Hier noch irgendeine Installations... Ja, ist mir jetzt auch egal. Important Notice for the best performance in the room above the graphic card. Okay, also wie ihr hier seht, den Radiator nicht unter die Grafikkarte bauen, sondern immer über die Grafikkarte, was auch bei mir der Fall ist. Ja, hier sehen wir den Radiator noch verpackt. Was ist denn hier? Hier haben wir wahrscheinlich die ganzen Kabel. Hier steht irgendwas drauf. 8-Pin Power, 6-Pin Power, was ist denn durch? DVI to VGA, ne. Ich habe DisplayPort und alles. Was sind das? Was denn das, Leute? Weiß ich nicht. So, also. Ja, das erwartet uns alles. So, machen wir nun hier auf. Wird wahrscheinlich die... Oh. Leute, ja. Wie hole ich denn die jetzt raus? Ah, okay, kann ich das hier auch noch rausnehmen? Geil. Also holen wir die mal kurz raus. Wartet. So. Also, und wie ihr hier seht, ja, Radiator, schon alles angeschlossen, da ist das Wasser schon drin, also ihr müsst nichts extra mehr machen. Den Radiator muss ich dann halt gucken, wo, in welche Richtung, ne, hier mache ich fest. Okay, in welche Richtung der denn bläst. Das muss ich gucken. Und wir haben hier nochmal einen Radiator, da habe ich gelesen, dass der ist für die Komponenten, für die restlichen Komponenten der Grafikkarte zuständig ist, die Kühlung. Und das ist halt die Kühlung für die GPU. So, mache ich das hier mal auf. Geht das nicht, dass das hier jetzt irgendwie Wasser ausläuft oder so? Oh, hier ist noch irgendein Attention. Okay. Was steht hier? Attention. Do not enter without proper... Ja, ist okay. Was haben wir für Anschlüsse? Soweit ich weiß, haben wir... Oh ja. Yeah. Soweit ich weiß, haben wir viermal DisplayPort. Das ist hier 1, 2, sieht man gar nicht. 1, 2, 3, 4. Ja, und einmal DVI. So, jetzt mache ich das Ganze aber mal auf. Ich weiß, es ist jetzt nicht das professionellste Video hier. Wie mache ich das jetzt auf, Alter? Wie wäre es mit so? Dann kann man das, die ganze Grafikkarte auch noch mal betrachten, wenn sie ausgepackt ist. Ah, so. Na ja, gut, dass es so geklebt hat, war jetzt nicht so schlau. So. Und so. Bestehens. So, holen wir die Grafikkarte mal raus. Da war jetzt gerade mein Finger im Bild. So. Ah. Ah, komm raus. Ah, jetzt muss ich die Kamera ablegen. Mit zwei Händen geht es dann doch schon besser. Ah, das ist da eingeklemmt. Ah, so. Also. Wir sehen hier, okay, das ist noch verdeckt, dreimal DisplayPort, tut mir leid. Eins, das hier ist HDMI, DisplayPort und DVI. Dann der ganz normale Anschluss, ist klar. Dann hier oben den 8-Pin und 6-Pin Sticker. Dann hier oben die Möglichkeit für die SLI-Bridge. Was dann vielleicht später dazu kommt. Und natürlich hier unten die Verbindung mit dem Mainboard. So, gucken wir die ganze Karte doch nochmal von vorne an. Ja, das ist dann doch schon ein richtiges Monster, muss man sagen. Hier noch der extra Radiator.
finde ich eigentlich recht cool, wie der aufgebaut ist. Und stell scharf, Dankeschön. Hier ist Remove Protection File Before Use. Ja, ganz dumm bin ich dann auch nicht. Und das ist dann auf jeden Fall mein neues Herzstück in meinem PC. Da wird dann noch ein paar weitere Videos folgen, denn der PC wird dann jetzt nach und nach aufgerüstet. Und ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und sag einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Opening.